Schüttet ihr das restliche Wasser aus dem Wasserkocher weg oder verwendet ihr es beim nächsten Tee erneut? Viele Menschen sorgen sich darum, dass Restwasser aus dem Wasserkocher schädlich ist und kippen es deshalb weg. Tatsächlich ist diese Angst aber unbegründet. Trägt das Gerät ein GS-Siegel, geprüfte Sicherheit, könnt ihr sicher sein, dass keine Schadstoffe vom Gerät in das Wasser gelangen. Die Metallbelastung durch Wasserkocher liegt laut Untersuchungen ebenfalls weit unter dem gültigen Grenzwert. Auch Bakterien sind unproblematisch. Sobald ihr das Wasser erneut aufkocht, werden alle Keime abgetötet. Kann der Geschmack beeinflusst werden? Einige Menschen klagen darüber, dass das Restwasser im Wasserkocher anders als frisches Wasser schmecken würde. Dafür gibt es aber keine wissenschaftlichen Beweise.